Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und heute habe ich ein besonderes Video für euch. Ich möchte mit euch einmal eine kleine Box machen. Das ist hier diese Box mit der Fensterschachtel gestaltet. Und dazu, hoppala, eine Karte zu Ostern. Und in diesem Video möchte ich euch einen besonderen Tipp geben, wie ich die Hasen gemacht habe. Ich habe für das Video schon ziemlich viel vorbereitet, damit wir schneller vorankommen, aber ich erkläre euch alle Schritte. Ich zeige euch jetzt mal, was ich als Papier brauche. Für meine Karte habe ich ein Stück Flüsterweiß in den Maßen 21 cm x 14,5 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Und dann habe ich mir die Fensterschachtel-Sindets geschnappt und mit denen heute richtig viel rumexperimentiert. Für die Karte habe ich mir diese Deckeleinlage genommen und habe das einmal so rum aufgelegt und durch die Big Shot gekurbelt. Danach hat man diesen wunderschönen Form, wo man dann das Designerpapier auf der Rückseite durchscheinen lassen kann. Und dann habe ich mir aus Designerpapier zwei Teile von der Grundbox ausgestanzt mit der Big Shot. Und zwar habe ich jetzt darauf geachtet, dass ich das einmal eben in diese Richtung durchstanze und einmal genau andersrum. So rum. Und zwar, weil ich möchte gerne, dass diese Blume hier nach oben schaut auf der ganzen Box. Und ich habe einmal einen mit Deckel und einmal ist einer mit Boden. Das heißt, der, wo den Boden unten hat, der soll die Blüten an der Seite auch nach oben haben. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt. Also die Box wird so zusammengebaut und ich möchte dann einfach an der kompletten Umrandung die Blumen nach oben haben. Bei Designerpapier, wo man jetzt kein Muster drauf hat, muss man da gar nicht drauf achten. Aber wenn ihr eins habt, wo das eben drauf ist, wo das sehr auffällt, dann ist es wichtig, dass man da ein bisschen aufpasst. Als nächstes habe ich mir einfach dann den Deckel nochmal ausgestanzt mit der Big Shot. Das ist dann die Unterlage für unsere Karteninnenseite nachher. Und dann gibt es in der Fensterschachtel noch diesen kleinen süßen Korb. Den habe ich mir zweimal normal ausgestanzt. Einmal davon habe ich schon was drauf gestempelt, das zeige ich euch gleich. Und dann habe ich mir den noch einmal in dem Designerpapier ausgestanzt und mir dann die Ränder ein bisschen abgeschnitten, dass das nachher als Auflage auf unser Körbchen passt. Einfach die Ränder ein bisschen stutzen, erst unten abschneiden, dass es kürzer ist und dann gucken, dass es mit den Rändern von der Oberseite passt. Und dann habe ich jetzt noch aus dem Frühlingsreigen das frühe Ostern verwendet und die Schleife hier. Das frühe Ostern habe ich mir einmal mit Savanne auf das Körbchen gestempelt. Und dann habe ich noch einmal mit Mandarinorange die Schleife auf Flüsterweiß gestempelt und es dann ausgestanzt mit den Willkommen Weihnacht Framelets. Da ist diese Schleife dabei und übrigens auch der Kranz und die Blüte, wenn ihr das mal macht. Das könnt ihr nämlich als Weihnachtskranz und als Frühjahrskranz verwenden. Das ist ziemlich cool. Aber das ist nur nebenbei bemerkt. Es geht um die Schleife. Dann bauen wir jetzt mal unsere Karte und unsere Box zusammen. Damit ich hier nicht so viele Einzelteile habe, klebe ich mir als allererstes diese Form hier auf. Das mache ich jetzt gleich mit dem Snail. Genau. Und dann fangen wir mit der Karte an. Da haben wir uns ja diesen Deckel nochmal ausgestanzt und den schneide ich mir einfach auf der Rückseite schön zu. Ich lege euch das mal hier ins Bild. Also zuerst schneide ich mir die Lasche weg. Im Prinzip alle Laschen, die man jetzt leider hier ein bisschen schlecht sieht, die schneide ich mir alle weg.
Hier an der Seite ist auch nochmal eine. Und dann haben wir hier schon so einen sechseckigen Hintergrund, den wir uns da schön hinten reinkleben können. Und ich möchte gerne, dass das farbige Papier nach außen schaut, damit es dann hinten so schön durchscheint. Und das klebe ich mir jetzt auch gleich an. Da benutze ich jetzt aber ein Klebeband. Und zwar habe ich hier ein ganz dünnes Klebeband. Das nehme ich nachher auch für die Fensterschachtel. Das ist von der Firma Raya. Und dann klebe ich mir hier vorne noch die Schleife drauf mit einem Dimensional. Und zwar nehme ich da einfach ein halbes Dimensional, das passt da hinten gut drauf, und mache einen schönen Abstand. Und die Karte ist auch gleich fertig. Ich mache nur noch 2-3 Glitzersteinchen drauf, so wie hier. Und so ist sie von außen schon fertig. Genau, und für innen möchten wir ja dieses kleine Körbchen da reinbauen. Und da klebe ich mir jetzt auf die Rückseite nochmal von den Dimensionals immer die Hälfte. So unten drauf. Und oben auf die Seite. Somit ist das Körbchen ein bisschen nach oben gehoben und ich kann da hinten dann mein Häschen schön draufsetzen. Bevor ich mit den Häschen anfange, mache ich noch schnell die Box. Die bauen wir noch kurz zusammen und dann geht's an das Geheimnis der kleinen Hasen. So, dazu brauchen wir diese zwei Teile. Und ihr seht schon, die Falzkanten, ich hoffe, die sieht man auch in der Kamera. Die falze ich mir jetzt einfach kurz nach, damit ihr die besser seht. Ich habe nämlich bei einer Seite auf die Klebelaschen hier keinen Kleber gemacht. Das ist nämlich mein Deckel, meine Oberseite. Da kommt auf die Klebelasche am Deckel direkt kein Kleber hin, kein Klebestreifen. Und diese beiden rechts und links Klebestreifen, die schneide ich mir ab. Und dann habt ihr hier eben auch noch zwei Klebelaschen. Und die werden am Deckel auch nicht mit Kleber versehen, weil ihr das ja aufmachen wollt, die Box. Wenn ihr die komplett zumachen wollt, dann natürlich müsst ihr da auch Kleber hinmachen. Und bei dem Unterteil, also bei dem Boden und dem Rand ist es so, dass ihr Kleber überall hier hin macht, wo ihr seht. Nur an diesen beiden oberen Klebelaschen oder an diesen beiden oberen Klebelaschen, da macht ihr keinen Kleber hin. Und was ich jetzt mache, also ich zeige euch das jetzt nochmal so. So müsst ihr das bekleben. Ich habe extra das rote Band genommen, dass ihr das ein bisschen seht. Ich falze mir jetzt einfach schnell die Klebelaschen um. Und die Klebelaschen, die sind ja dann schon vorgefertigt, wenn ihr die aus der Big Shot raustut. Diese Form, die macht die Klebelaschen auch gleich. Also die stanzt das Grundteil aus und macht auch gleich die Falzlinien für die Klebelaschen und für alles. Jetzt mache ich die Kleber weg. Lasse ich euch auch nochmal schnell Musik laufen. Thank you.
Genau, dann geht es jetzt ans Zusammenbauen von unserer Box. Wir müssen nochmal gucken, was ist oben, was ist unten. Das ist unten. Und dann fange ich hier mit dem Boden an. Dass ich mir das jetzt hier schön auf die Kanten klebe. Und ich mache dann immer weiter mit dieser mittleren Lasche. Da tue ich mich am leichtesten, dass ich die zuerst an den Deckel hinbaue und klebe. So. Und schon ist unsere kleine Kiste fertig. Jetzt muss ich nur noch mal schnell schauen, wo vorne ist. Hier ist vorne, das heißt, hier unten kommt unser Körbchen hin. Und das mache ich genauso wie vorher auch noch mal mit so halbe Dimension S hin. Jetzt haben wir noch eine Itty-Bitty-Blüte, die hier unten hinkommt. Die mache ich einfach mit einem Glue-Dot fest. Hier sind die Glue-Dots. Und dann starten wir mit den Hasen. Da freue ich mich. Und zwar, was hat die Bastelweihnacht mit den Bastel-Ostern zu tun? Diese Stanze nämlich. Erinnert ihr euch noch an dieses Weihnachtsset, ausgestochen weihnachtlich mit der Männchenstanze? Ich blende euch ein, wie das heißt, mir fällt es gerade nicht ein. Und aus dieser Stanze, finde ich, tun wir das mal wieder auf die Seite, kann man natürlich auch einen Osterhasen ausstanzen, habe ich mir gedacht. Und das machen wir jetzt zusammen. Dafür benutze ich ein Stück in Savanne. Und stanze mir einfach hier, mal die Box mal auf die Seite, ein Teil aus. Und zwar, ihr seht schon, das eine Ohr, das brauchen wir eh nicht. Das lasse ich jetzt gleich mal außen vor. Und dann machen wir das gleich nochmal. Und dann habe ich hier noch ein Stück Seidenglanz. Bei dem mache ich das auch so. Ich lege wieder was unter, damit ihr das besser seht. Und dann schneide ich mir einfach hier die Ohren ab von diesem Männchen. Und dann hier in der Mitte verlängere ich die Ohren. So. Und das gleiche mache ich eben mit der Savanne auch. Leider gibt es diese Stanze nicht mehr, aber die haben ganz viele von euch. Ich habe damit auch viel gearbeitet, fand es super toll, mit dem Elch zu arbeiten. Und ich finde es witzig, dass man die jetzt eben im Sommer auch noch oder im Frühling auch noch verwenden kann.
So, das sind meine drei Häschen. Und die färbe ich mir jetzt noch ein bisschen ein und male sie an. Als erstes brauche ich dafür Savanne und Schiefergrau. Und noch einen Schmierzettel. Ich fange jetzt an mit Savanne und diesen Fingerschwämmchen, dass ich mir das einfach ein bisschen einfärbe, mein Häschen. Und auch die Rückseite, weil ich möchte ein Knickohr machen. Und ich weiß noch nicht genau, welches es wird. Und dann inke ich mir noch ein bisschen die Ränder. Es gibt dem Ganzen nochmal ein kleines bisschen mehr Optik. Beim Inken ist es so, dass ihr einfach die Ränder so gerade runterstreicht. Somit werden die Ränder dunkler und ihr bekommt noch mehr Optik in das Ganze. So. Das könntet ihr übrigens bei den Körbchen auch außenrum machen, dass ihr die noch inkt. Das wollte ich machen, aber das habe ich vergessen. Und dann nehme ich noch Schiefergrau. Und mein Seidenglanzhäschen kriegt auch ein bisschen mehr Struktur. Und dann habe ich hier noch ein paar Marker. Einmal Schokobraun, Zartrosa und dann habe ich noch so einen Silberstift. Und mit denen male ich jetzt die Gesichter drauf. Ich hoffe, die werden was. Und zwar gibt es da immer eine dicke Seite und eine dünne Seite. Und ich mache das jetzt mal mit der dünnen Seite. Und ich fülle jetzt die Ohren innen, die Innenöhrchen natürlich noch ein bisschen aus mit Zartrosa. Genauso wie die Näschen. Und dann nehme ich noch den Silberstift und mal da noch einen Punkt rein. So, das sind unsere Hasen. Das Einzige, was wir jetzt noch schnell brauchen, sind zwei Krawatten für die Herren. Und die machen wir natürlich auch mit der Stanze. Die ist nämlich hier an der Seite, ist die Krawatte schon dabei. Ich hätte noch gern so eine rote. So. Jetzt bauen wir unsere Karte und unsere Box noch zusammen. Wir haben hier innen einmal das Häschen. Ah, was ich noch vergessen habe, ich möchte gerne unseren Männchen, zumindest einem unserer Männchen, ein Knickohr machen. Das mache ich natürlich einfach nur so, dass ich das hier runterbiege und mir ein Gluder zusammenroll und das hier unten reinklebt, dass es hält. Tja, wie ein Knickohr. Und die Hasen, die klebe ich mir jetzt einfach mit Dimensionals an. Und ich biege mir auch die Öhrchen von dem Hasen noch ein bisschen hoch, dass der ganz aufmerksam hört. Und die Krawatte wird eingerollt und mit einem Glue dorthin gemacht.
Das Hasenmädchen, das mache ich ein bisschen weiter rein, weil die kriegt ja keine Krawatte, dass man dann den Hals sozusagen nicht sieht. Und das Männchen, das darf ruhig ein bisschen rausschauen. Die können sich hier auch gerne mal ankuscheln. Und das Männchen bekommt noch eine grüne Krawatte. Mit einem Glodert wieder. So, und jetzt ganz zum Schluss noch ein bisschen Glitzer zur Verfeinerung und dann sind wir auch schon fertig. Einmal für unsere kleine Blüte hier unten. Eine Glitzerperle kriegt auch unser Osterhasenmann. Und auch der zweite Osterhasenmann natürlich. So, ihr Lieben, ihr seht, heute mal ein größeres Projekt. Ich finde diese Kisten total süß. Sind ein bisschen aufwendig, aber die machen total Spaß. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich hoffe, der Tipp mit der Stanze hat euch gefallen. Ich finde es witzig, dass man das auch mal anders verwenden kann und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Für alle, die diese Stanze nicht haben, gibt es natürlich jetzt auch noch die Framelets mit den Osterhasen. Also, wenn man sie nicht hat, gibt es auch Möglichkeiten, Hasen zu machen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!